Und damit herzlich willkommen zurück zur sechsten Folge von The Callisto Protocol. Ich bin der Doomsday, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und mich weiterhin begleitet auf meiner Horrorreise durch das Black Iron Gefängnis. Und in der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als wir den Code holen mussten von der Wache für den Bahnübergang, glaube ich, war's. Und genau an der Stelle werden wir jetzt weitermachen. Also legen wir los mit der sechsten Folge von Callisto Protocol. Bahnüberwachung war's. Ja. Wollen wir kurz mein Inventar checken? Weil Platz haben wir ja wieder mal nicht. Oder immer noch nicht. Müsste aber auf jeden Fall noch mal 2, 4, 6 neue Slots dazukommen, ne? Na gut. Dann geben wir mal den Code ein. Elias, hörst du? Ich heb die Absperrung auf. Gute Arbeit. Ich fahre jetzt in die Station ein. Ich kann sie nur leider nicht erreichen. Das Ding ist eingestürzt. Der Wartungsraum auf der anderen Seite hat Zugang zu unseren Ebene. Vielleicht kommst du von dort auf den Stieg. Gut. Beeil dich. Der Sturm wird schlimmer. Erreiche die Technikluke. Also wir müssen an dem Roboter wieder vorbei, ha? Dann nehme ich dann doch mal die Waffe. Alter, die Geräusche. Das war uncool. Das ist ja richtig uncool. Ich bin gerade voll erschrocken. Ist das übel hier. Er lebt immer noch. Ja, die Viecher hier von allen Seiten, ey. Waren drei Stück. Oder Vierer? Man hört aber immer noch welche. Habt ihr mir ganz schön Munition gekostet? Ey, ich habe noch 6 Schuss für die Schrot. Aber nicht cool. Ich meine, ich gehe auch mal davon aus, dass man die hätte im Nahkampf besiegen können, aber da wäre es schwerer gewesen. Alter. Man hört es ja laufen ohne Ende. Was ist eigentlich aus dem Roboter passiert? Eigentlich noch am Start. Oh ne. Scheinbar ist der weg. Da komme ich gar nicht rüber. Isaac, du kannst doch rennen. Isaac, sag ich schon. Jacob. Falsches Spiel, sorry. Na, ich muss doch da hoch, oder? Moment mal.
Technikraum, da soll ich ja hin. Oder? Erreiche die Technikluke. Aha. Achso, man kann ja durch die Mitte gehen. Macht natürlich Sinn. Immer ein bisschen die Pistole. Leider, wir finden jetzt wieder Munition. Mach mal auf. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Gab es noch einen anderen? Ja, hier. Das ist der richtige Weg. Das wird die Luke sein. Dann gehen wir doch erstmal da runter. Haben wir wieder Munition. Death is coming. Ja, man hört es auch schon das Schreien. Ja, geil. Auf zu spucken. Ich höre immer was hinter mir. Spielt echt mit meinem Herz. Ne, nicht Sturz, Nutzen. Alter, was? Noch 16 Schuss? Wie viel verballert man hier, ey? Kriegst du ja zwei Kugeln auf einmal oder was? Der war schon tot. Gesundheitsinjektor. Ich glaube, ich habe zwei, oder? Ja, also drei jetzt. Da müssen wir mal gucken, was wir noch finden. Haben die irgendwas bewacht? Ein Audiolog. Okay, mehr scheint hier auch nicht zu sein. Nee. Bahndepot Eingang, aber da geht's nicht rein, ne? Oder habe ich das übersehen? Nee. Gut, dann war's nur wegen dem Audiolog. Dann gehen wir mal durch die Luke. Hier ist auch nichts mehr. Nein. Sieht so lecker aus. Der Sound ist echt einfach nur krass. Suche nach dem gefallenen Brückenübergang. Aha. Nettes Spielzeug. Da ist auch schon einer gelaufen gerade.
Ah, kommt her. Hab ich noch gar nicht gesehen. Oh. Hey. Alter. Er ist so mies, ey. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, aber ich hab's überlebt. Alter, er wirft die nicht wirklich weit, kann das sein? Was für eine Szene. Waren jetzt 4 Stück, oder? Mein Gott. Ich würde es auch mal reizen, selbst da reinzulaufen. Wisst ihr das? Aber muss ja nicht sein. Benny, was soll das darstellen an der Stelle? Wer weiß. Muss unbedingt den Handschuh mal upgraden, ey. Das Ding ist so schnell, alle. Elias! Mach doch mal keinen Stress. Jacob, hey, hier drüben! Hallo! Komm rauf, ist nicht so übel. Da soll ich hochklettern? Tja, willst du von diesem Felsen runter? Ja, gutes Argument. Kinderspiel, schau nur nicht runter. Zu spät. Worauf wartest du? Ganz ehrlich, das sieht scheiße aus. Ich sehe scheiße aus? Ich riech auch so! Hat jemand nicht erwähnt, dass ich drin baden muss? Ich hab gesagt, dass es nicht leicht wird. Aber du hast es ja geschafft. Naja, wir beide. Noch nicht. Aber es wird. Komm! Reich mir die Hand! Schlecht. Mach schon! Schütte meine Hand! Werf eine Rüstung ein. Da eine. Rein hier. Scheiße, Mann. Die Biester verändern sich. Mutieren. Ja, ich denke, wir sollten von hier verschwinden. Definitiv. Hey, warum der Anzug? Die Stationen haben bei der Räumung Schaden.
Wir müssen raus, um zur Bahn zu kommen. In den Schneesturm. Zieh einen Anzug an. Der Sturm kommt immer näher. Wenn du soweit bist, starte ich die Schleuse. Ich hab dich nie gefragt. Wofür sitzt du? Was? Hast du Angst, dem Mörder zur Flucht zu verhelfen? Ja, schon. Nun, das tust du. Und jetzt? Pass auf. Es ist lange her, okay? War Selbstverteidigung. Falscher Ort, falsche Zeit. Ich habe damals viele Fehler gemacht. Ja, ich denke, du hattest wohl einfach Pech. Nein. Nein, nein. Ich habe anderen die Schuld gegeben, bis ich merkte, dass sie bei mir lag. Keiner entkommt seiner Schuld. Hätte ich nicht besser sagen können. Er lebt noch. Alles hat seinen Preis. Bezahlen! Hätte er das überlebt. Ich rieche da der Endkampf gegen ihn, wa? Verloren. Auf dem Planeten gibt es nicht wirklich Sauerstoff. Elias! Elias! Oh, jetzt sind wir mal draußen. Das sieht schon geil aus. Der Ferris, wie zum Teufel konnte er das überleben? Das frage ich mich auch. Oh ja, schöne Fußstapsen. Naja, geht. Sicht wird schlechter. Wie lange muss ich? Ich gehe einfach mal den Licht da hinten hin. Zu dem Licht. Hä? Da ist jemand. Speichert? Ah, war ja klar. Ich halte es, wenn ich so oft zuschlagen. Aber noch rechtzeitig. Wir können hier draußen also überleben, ohne Sauerstoff. Na, lecker. Wenn
Komm, Elias. Geht's nicht so gut. Englisch? Ich bin erledigt. Den Helm kaputt? Danke. Und dir? Konnte ich fliehen? Schade. Ich mochte Elias. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Aber irgendwie war mir das schon klar, dass er stirbt. Ich hab zwar anders gedacht. Es wird sie sein. Was hat sie vor? Es tut mir so leid, Elias. Mir auch. Suche im Außenposten Unterschlupf. Schade. Nettes Detail. Alter, wir gucken uns erstmal um. Wenn da irgendwas ist. Aber es sieht nicht so aus, oder? Oh. Wie viel Geld haben wir denn? Ich würde den Stab ja mal verbessern, gell? Den Schaden auch mal, mach ich mal. Ob man alles auf Maximum kriegt im Enddurchgang? Ich glaube nicht. Die Schwunggeschwindigkeit durch die Redaktion erhöht.
Magazingröße, das ist die Pistole. Handschuh wäre noch interessant. Die kann beim Aufprall verletzt werden. Ja, komm. Handschuh verbessern. Wichtig. Mal was verkaufen? Nö. Oh, Munition ist echt nicht mehr viel, ey. Wenn ich bedenke, was ich alles liegen lassen musste an Munition, ey. Echt doof. Oh, guten Tag. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ihr macht doch gleich auf, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Geh mal auf Nummer sicher. Hey. Das scheint aber auch der richtige Weg zu sein. Oh, kann man da? Ja. Komm ich denn da rein? Bitte drauf nicht schießen. Guck nochmal oben, weil da waren noch andere Räume, wo ich rein konnte. Weg mit euch. Hab ich gar nicht gesehen. Ah, siehst du? Mal Munition gefunden. Okay. Und oh. Was zum Verkaufen? Werden wir auch gleich verkaufen. Haben wir wieder einen Platz mehr. Einheit online. Gehen wir jetzt mal da runter. Den wollt ihr eigentlich verarschen? Ob die nicht leben? Ich wusste es. Arschlochvieh. Mal ein bisschen Munition sparen. Hier ist ein Stacheln. Ich wusste es. Weg mit dir. Nichts greife, habe ich anscheinend unendlich. Er ist kein echter. Gut zu wissen. Speichert. Warum? Gehe weiter zum Hangar.
Weg. Okay. Als ob. Kann ich looten. Kann er gerade nicht rennen. Okay. Gibt's hier noch was? Nein. Sieht nicht stabil aus. Was ist hier passiert? Warum sieht das hier so aus? Och, der Kantenmaler ist da gewesen. Er hat viel Glück. Was war das? Keine Gegner. Arschloch. Irgendwann kriege ich noch einen Herzinfarkt. Was gibt's hier? Leben. Ich kann auch hier nach Munition gucken. 16 und 32, okay. Nur gut, dass auch Strom drauf ist. Oh, ich sehe was zum Aufschießen. Das ist nicht gerade wenig. Geht's nicht rein. Hier liegen echt viele von den Dingern. Officer Wayne. Versuche dem gefangenen Arbeiter zu helfen. Ah, Gefangenen? Stand ich. Officer? Ist mir jetzt so ruhig. Oh, kein Stress.
Ah, von hier werden sie dann kommen. Ist das euer Ernst? Quatscht der mir einer und halt ab? Ey, komm nicht vorbei. Hab nichts gesehen. Au! Wenn du das so willst. Komm her. Arschloch. Das Bein weggeschossen. Credits. Oh, Munition. Wie viele kommen wir noch? Ich glaube, der ist tot. Alter. Hör das hier mal auf. Was soll ich denn finden? Oh, was? Aua. Tunnel zur Garage. Alter, das hat mich jetzt verdammt viel Munition gekostet. 4 Schuss nur noch. Halt. Oh, da ist eine Pfeilspritze. Die nehmen wir doch mal mit. Das ist die andere Tür, wa? Ja. Diese Dreier-Kombos hasse ich. So nervig, die Dreier-Kombos. So. Also, ich sehe ein bisschen dreckig aus. Ich finde einen Weg durch die Tunnel. Der Anzug erinnert mich ein bisschen an Mass Effect, an den N7-Anzug. War bestimmt die Inspiration dafür. Oh.
Radioaktiver Müll. Alter, wie gut das hier aussieht. This way. Ich glaube, Wayne hat's erwischt, oder? Hey, das haben wir lange nicht mehr. Da lang oder da lang? Da lang? Nee. Ah. Geh mal hier lang. Loot. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Und was uns hier weiter in den Tunnel erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday, bis zum nächsten Mal.